Umgang mit Pingeligkeit anderer. Pingeligkeit heißt ja Kleinlichkeit. Manche Menschen sind sehr pingelig, manche sind eher großzügig. Wenn jemand sehr pingelig ist, kannst du das auch als Chance begreifen. Du kannst sagen, okay, ich kann jetzt mal lernen, etwas genauer zu sein. Normalerweise bin ich der kreative Chaot, jetzt lerne ich erst mal eine Weile genauer zu sein. Die Pingeligkeit eines anderen kann eine Chance sein. Und wenn du das Vertrauen eines Pingeligen gewonnen hast, dann wird er anschließend wieder okay mit dir sein, wenn du das große Ganze im Auge behältst. Andererseits, manche Menschen, die sehr pingelig sind, kriegen ihre Aufgaben nicht so ganz getan. Manchmal hilft es, dass du sehr genau definierst, welchen Qualitätsstandard die Aufgabe haben soll. Manchmal musst du Menschen, die sehr pingelig sind, sehr genau erläutern, wann sie fertig sein müssen, in welcher Reihenfolge sie fertig sein müssen, und du musst auch mal nachhaken oder genau berichten lassen. Denn pingelige Menschen sind oft Perfektionisten und verbrauchen dann sehr viel Zeit. Gerade bei Dingen, die nicht diese Perfektion brauchen, ist es klug, den Menschen genau zu sagen, wie viel Zeit dafür normalerweise zu verwenden ist. Gehe trotzdem davon aus, die Pingeligen werden trotzdem die Termine kaum einhalten. Umso wichtiger, dass du das immer wieder mit ihnen ausmachst und vielleicht auch etwas humorvoll besprichst.